Hi, ich bin's, Sebastian, und ich zeige euch heute, wie ich meinen Koffer packe, wenn ich mal wieder auf Geschäftsreise muss. Ihr kennt das vielleicht selber von euren Geschäftsreisen. Manchmal ist es tatsächlich besser, wenn man nicht alles dem Zufall überlässt. Und so ist das bei mir auch, wenn ich meinen Koffer packe. Deswegen habe ich mir angewöhnt, eine Checkliste zu führen. Da schreibe ich 1-2 Tage vorher alles drauf, was ich so brauche, von dem ich weiß, dass ich es auf gar keinen Fall vergessen darf. Ob das nun meine Creme ist oder ob das eine Zahnbürste ist, ob das eine Fusselbürste ist oder vielleicht noch wichtige Dokumente für meine Meetings. Alles wird darauf geschrieben und zum Schluss auch sauber abgehakt. So kann ich sicher sein, dass alles mit dabei ist, was dabei sein soll. Tja, und dann muss ich mir natürlich noch überlegen, was für einen Koffer soll ich eigentlich nehmen? Oder wird es nur eine Reisetasche, ein Trolley? Das alles entscheide ich, indem ich alles, was ich mitnehme, kurz zusammenlege und dann weiß ich ganz genau, wie viel Platz ich brauche und welcher Koffer dann dafür in Frage kommt. Was natürlich auch nicht schaden kann, im Kopf einfach mal durchgehen, was erwartet mich eigentlich die nächsten Tage. Also habe ich ein Dinner mit meinen Kunden oder treffe ich Freunde, ist Legeres angesagt oder eben genau das Gegenteil. Das lasse ich mir alles nochmal durch den Kopf gehen und packe dementsprechend ein und weiß dann ganz genau, ich habe alles, was ich brauche. Kleiner Tipp von mir, vergisst man immer ganz gerne den Schlafanzug. Ach, und bevor ich das vergesse, ich zum Beispiel gehe gerne morgens vor meinem Termin joggen. Das heißt, ich habe meine Sportklamotten immer mit dabei. Abends mache ich nochmal 1-2 lockere Übungen direkt auf dem Hotelzimmer. Wer da genauso tickt wie ich, Sportklamotten mitnehmen. Das Einzige, womit ich immer so ein kleines bisschen ein Problem hatte, war, wie viel darf ich eigentlich mitnehmen? 100 Milliliter, 150 Milliliter, ich kann es mir einfach nicht merken. Deswegen habe ich mir ein solches Travel Kit gekauft. Hier weiß ich ganz genau, wie viel geht und wie viel geht nicht. Ich muss nämlich nur noch umfüllen und weiß ganz genau, ich mache alles richtig. Und dann gibt es ja noch so 1-2 Gadgets, auf die kann ich persönlich nie verzichten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Oropax und Mundspray. Ja, auf der einen Seite habe ich ganz gerne meine Ruhe. Falls ich mich nochmal konzentrieren muss, dann stecke ich mir die Oropax einfach in die Ohren. Und wenn man so 2-3 Stunden mit nichts und niemandem geredet hat, gleich aber einen Kundentermin hat, dann ist ein Mundspray auch gar nicht so schlecht. So, jetzt weiß ich also, was ich auf meiner Geschäftsreise brauche und weiß vor allem, dass ich nichts vergessen habe. Das heißt also unterm Strich, ich kann mich darauf verlassen, dass zumindest das, was ich beeinflussen kann, auch funktionieren wird. Wenn ich irgendwas vergessen habe oder ihr Tipps habt, wie man eine Reise noch besser vorbereiten kann, schreibt mir das gerne in die Kommentare und liked.